Du möchtest mit einer normalen Kreditkarte völlig anonym bezahlen und diese mit Krypto laden. Das ist jetzt tatsächlich möglich und das ist auch der Haupt-Use-Case ja eigentlich von Flyback. Und ja, diesen Use-Case haben sie jetzt eingelöst, das funktioniert jetzt, das zeige ich euch im heutigen Video und es ist sicherlich ein weiterer Grund, Flyback ja, beizutreten und da mitzumachen. Der Presale läuft noch, man kann ja jetzt immer noch relativ preisgünstig einsteigen und all das schauen wir uns im heutigen Video an. Auf jeden Fall, bevor wir das machen, möchte ich euch kurz auf diese Info hier ja, hinweisen, die ich im Community-Tab gerade gepostet habe. Es gibt hier ein paar Seiten, wo man einmal pro Stunde hingehen kann, draufklicken kann und dann diese Kryptowährung for free bekommt. Und zwar Litecoin, Solana, Tron, BNB und Doge. Natürlich nicht riesig große Mengen, sondern wirklich nur kleine Centbeträge, aber eben komplett for free. Und super einfach, wenn man wirklich nur einmal eine Stunde hingehen muss und draufklicken muss. Ich mache da auch nochmal ein eigenes Video zu, aber weil ich euch das schnell teilen wollte, jetzt einmal hier im Community-Tab. Und ich packe diese Links zusammen auch mit dem Flyback-Anmelde-Link einfach auch mal unter dieses Video hier. Dann könnt ihr da jederzeit hingehen und schon mal starten. Und in diesem Kontext natürlich auch wie immer der Disclaimer. Alles in diesem Video ist keine Finanzberatung. Ich zeige euch Sachen, die ich selber nutze. Und nehme keinerlei Verantwortung für Gewinne oder Verluste. Und damit zu Flyback. Hier ist das Dashboard. Das meiste von euch habe ich euch in den vorherigen Videos schon gezeigt. Da gibt es jetzt nicht viel Neues. Wir sind jetzt gerade in Level 5 vom Presale. Das heißt, ihr könnt immer noch einsteigen für den Preis von 5 Cent. Und der Listingpreis wird bei 10 Cent sein. Das heißt, habt ihr immer noch ein 2x. Das wird sicherlich noch ein bisschen laufen. Also Level 1 und 2 waren ja binnen Sekunden ausverkauft. Da gab es den Token für 1 oder 2 Cent. Level 5 läuft jetzt natürlich ein bisschen länger, weil der Preis auch ein bisschen höher ist. Trotzdem ist es immer noch eine gute Gelegenheit. Und wenn ihr diese anonyme Kreditkarte nutzen wollt, müsst ihr natürlich bei Flyback registriert sein. Ich glaube, die Mindesteinzahlmenge sind 100 Dollar, um die Fleiß-Token hier zu kaufen. Das heißt, da ist man noch mit einem kleinen Betrag immer noch dabei. Gut, die ganzen Sachen, Team, Pools, Leaderboard und so weiter, das habe ich in den alten Videos schon erklärt. Wenn euch das interessiert, checkt es hier einfach mal aus. Was aber natürlich jetzt wichtig und neu ist, ist die Kreditkarte. Gehen wir hin. Card. Und das ist jetzt wirklich sehr, sehr cool. Du kannst dir hier binnen Minuten eine Prepaid Crypto Card erstellen. Das heißt, du kannst deine Karte mit Krypto aufladen. Ich glaube, das ist in dem Sinne dann gar keine Kreditkarte, sondern ehrlich gesagt eine Debit Card. Aber das ist auch eher ein technischer Unterschied. Und genau, du erstellst diese Karte binnen weniger Minuten und kannst sie dann direkt nutzen. Natürlich mit bestimmten Gebühren. Das ist der Preis, den man da ein bisschen bezahlen muss, wenn man komplett anonym unterwegs sein möchte. Aber eben, wie gesagt, komplett anonym. Wir gehen da jetzt auch mal durch. Der Preis pro Karte steht jetzt hier auch 4 Dollar. Und du kannst dir so viele von diesen Karten erstellen, wie du möchtest. Also wirklich so viele, wie du möchtest. Hier unten ist auch ein kleines Erklärungsvideo, wo sie da nochmal durchgehen. Das ist auf Englisch. Und ich zeige euch auch nochmal den Prozess. Hier findet ihr übrigens auch so einen Support. Da könnt ihr euch jederzeit melden, wenn ihr Schwierigkeiten habt. Einfach draufklicken, Frage stellen. Das geht auch ziemlich gut und sehr, sehr schnell. Ich habe es mal ausgetestet. Und dann probieren wir es mal aus. Wir suchen mal erstmal die Währung aus. Also Euro oder Dollar, machen wir Euro. Dann den Kartentyp. Da gibt es nur diese eine bisher. Das impliziert aber auch, dass es da demnächst noch mehr geben wird. Das finde ich ganz interessant. Da müsst ihr hier eure E-Mail-Adresse eingeben. Ja, mal meine ein, jetzt hier aus Spaß. Gibt wahrscheinlich direkt ein paar Werbe-E-Mails. Und ja, da können wir den Betrag festlegen. Sagen wir, wir wollen für 100 Dollar einkaufen. Und das ist genau 100 Dollar. Dann machen wir natürlich hier die Terms und Conditions. Und man kann das natürlich frei wählen. Bis zu 1000 Dollar. 1000 Dollar ist das Maximum. Aber wie gesagt, ihr könnt so viele von diesen Karten machen, wie ihr wollt. Kostet immer 4 Dollar. Aber wenn ihr 10.000 Dollar machen wollt, macht euch halt 10 Karten. Und die Trial-Kosten in diesem Fall wären jetzt 114 Dollar. Das heißt, man hat hier natürlich schon bestimmte Gebühren, die mit drin sind. Und wenn man das weiter hochschraubt, wird es halt auch mehr. Ne? Also das ist der Preis, den man für die Anonymität zahlen muss. Und dann gehen wir weiter. Total Pay. Angenommen, wir wollen das zeigen. Das nächste, was du dann machen möchtest, ist die Kryptowährung aussuchen. Und auch das, finde ich, haben sie ziemlich gut gemacht. Es gibt ja wirklich einiges an Auswahl auf den verschiedensten Chains.
Du kannst hier sogar mit Leash und Bone aus dem Shiba Inu-Universum bezahlen, wenn du möchtest. Aber natürlich auch Ethereum, Bitcoin, XRP, die ganzen Stables, die Stables auf den verschiedenen Chains. Das ist ziemlich umfangreich, finde ich sehr gut. Ah ja, okay, sagen wir mal, was machen wir denn? USDT auf Polygon. Und dann war es das auch schon. Dann kannst du jetzt einfach via MetaMask an dieser Adresse das Ganze bezahlen und dann ist deine Karte in wenigen Augenblicken aktiv, kannst sie nutzen, kannst damit einkaufen und das war's. Also das ist richtig, richtig cool. Du siehst, MetaMask hat sich hier oben jetzt auch aktiviert, ist aufgepoppt. Also kannst du direkt mit MetaMask, wenn du draufklickst, hier bezahlen. Meiner Meinung nach sehr spannend gemacht. Und ich finde es cool, dass sie es so schnell geschafft haben, diesen Use Case mit der Kreditkarte einzulösen. Das ist bei vielen Projekten nicht so, dass das so schnell geht, wenn man bedenkt, der Presale hat gestartet. Gucken wir mal, das erste Mal davon gesprochen, vor einem Monat. Ja, ungefähr vor einem Monat haben wir darüber das erste Mal gesprochen. Und in einem Monat von Ankündigung des Presales, Stage 1, bis zum fertigen Produkt, finde ich gut. Also, es ist sehr überzeugend. Schreibt mir in die Kommentare, nutzt ihr die Kreditkarte, was haltet ihr davon? Seid ihr dabei? Kauft ihr im Presale ein oder findet ihr Flyback blöd? Ich freue mich auf euer Feedback und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis dann. Ciao.